Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Dritter Tag im Türkei-Camp. Auch die jüngsten Spieler im Zweitligakader der SGD arbeiten jeden Tag, um die Zeit im Trainingslager optimal für sich und ihre Entwicklung zu nutzen. Zwischen den Trainingseinheiten ist immer auch Zeit, um als Mannschaft noch enger zusammenzurücken und den Kopf auch mit kleinen Wettkämpfen untereinander für die nächste Einheit frei zu bekommen. Ist einfach eine nette Abwechslung, muss ich sagen. Also Wettkampftyp, ja, das auch, aber auch an sich ist einfach eine nette Abwechslung, mal zum Fußball oder auch mal zu anderen Sachen, die man sonst hier im Trainingslager so macht, beziehungsweise generell zum Alltag, zum tristen Alltag, beziehungsweise zum normalen automatisierten Ablauf. Das ist nochmal eine schöne Abwechslung. Ja, die Spiele machen natürlich sehr viel Spaß, weil es auch eine gute Ablenkung ist zwischen den Trainingseinheiten, dass man auch mal ein bisschen beim Fußball wegkommt, den wir natürlich genug haben. Und Wettkampftyp bin ich schon, habe leider mein Spiel verloren. Aber trotzdem versuche ich natürlich alles zu gewinnen. Osman Atılgan ist ein echter Vollstrecker vor dem Tor. Er stellte seine Abschlussstärke auch mit dem Basketball in der Hand unter Beweis und ließ seinen Mitspielern keine Chance. Natürlich, ich bin ein Gewinnertyp. Erstmal Dankeschön und ja, natürlich, ich wollte gewinnen. Das ist mein Ziel gewesen gerade. Als ich gesehen habe, dass Leo 66 Punkte gemacht hat, wollte ich das unbedingt toppen und ja, jetzt habe ich es geschafft. Übst du Basketball oder woher kommt's? Einfach talentiert im Umgang mit Bällen? Nee, ich habe früher ein bisschen Basketball gespielt und ich habe ein, zwei Ründchen mit Ebi und Barış gespielt. Du hast gestern Abend sozusagen schon geübt? Mehr oder weniger. Ja. Die Liste der Spieler, die aus Dynamos Nachwuchsakademie den Sprung in den Profifußball geschafft haben, ist lang. Marvin Stefaniak, Niklas Hauptmann, Markus Schubert sind die jüngsten Gesichter dieses Weges und wurden so selbst zu Vorbildern für die nächste Generation von Dynamos Nachwuchsspielern. Also man sieht, was möglich ist durch diese Vorbilder, gerade jetzt auch mit Schubi halt im engsten Kreis. Man sieht, was möglich ist, man sieht, was für ein Potenzial bzw. was für Perspektiven man auch in diesem Verein hat und wohin es auch theoretisch auch nochmal gehen kann. Das gibt ja vor allem Kraft bzw. Hoffnung. Das ist vielleicht ein ähnlicher Weg, muss man sehen, aber dass es vor allem auch möglich ist, einfach den Sprung bzw. auch diesen Verein als Sprungbrett zu nutzen und einfach ja, vielleicht auch hier eine Fußballkarriere zu starten. Nach dem Opa, Vater und Bruder ist Marius bereits der vierte Hauptmann in seiner Familie, der den Sprung in den professionellen Fußball geschafft hat. Vor allem der große Bruder Niklas dient jetzt als ideales Vorbild. Absolut. Also ich schaue natürlich auch immer ein bisschen was von ihm ab, soweit es möglich ist. Er ist schon ein anderer Spielertyp, aber so von dem, wie er gearbeitet hat und wie er es geschafft hat, hochzukommen, versuche ich natürlich schon, auf alles daran zu setzen, es ihm nachzumachen. Dynamos Cheftrainer Mike Walpurgis schenkt in dieser Saison bereits Leo Löwe, Osman Atılgan und Marius Hauptmann ihr Zweitligadebüt. Die Jungwilden haben Power, Mut, Spielfreude und wollen in den kommenden Jahren ihren Traum vom Profifußball leben und sich im Dynamo-Trikot in der zweiten Bundesliga etablieren. Mit Demut und Stolz werden die Jungs ihren Weg weitergehen, um ihre Chance bei der SGD zu nutzen. Ja, meine Eltern waren sehr stolz auf mich und selber war ich auch sehr stolz auf mich. Ja, definitiv sehr stolz. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir die Chance gegeben hat. Und ja, das Ganze drumherum, das war alles sehr, sehr aufregend. Das war sehr, sehr schön. Das ist auch jetzt noch, wenn ich daran denke, sehr aufregend und kribbeln auf der Haut. Aber es war einfach ein Moment, den man nie vergessen wird, vor allem noch zu Hause im eigenen Stadion. Das war sehr, 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 sehr schön. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl gewesen, auch wenn es nur kurz war. Natürlich auch noch bei einem Sieg dann auf den Platz mitzukommen. War schon ein sehr schönes Gefühl, macht mich auch stolz, aber gibt mir eigentlich auch nur Antrieb dafür, dass ich in nächster Zeit auch ein bisschen längere Einsatzminuten bekomme.